WDR aktuell mit Katharin Vogel. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Auf den deutschen Autobahnen fährt dann keiner mehr im Sommer. Komplett. 2 Tage nicht. Fahrverbot. Das ist die Holzhammer-Methode, mit der Bundesverkehrsminister Wissing heute Bürger irritiert. Die FDP als Autoverbotspartei, mancher versteht die Welt nicht mehr. Sogar der Chef des Umweltbundesamtes widerspricht bei den Kollegen vom Spiegel, wir brauchen keine Fahrverbote. Warum also macht Wissing das heute? Ganz einfach, es gibt Streit um das Klimaschutzgesetz. Kommt das Auto aus am Wochenende? Verkehrsminister Wissing droht mit Fahrverboten, weil wir sonst die Klimaziele nicht erreichen. Wir sagen, was hinter der Drohung steckt. Energiekosten zu hoch, Konjunktur zu schwach, Stahl aus Asien zu billig. ThyssenKrupp will die Stahlsparte in Duisburg umstrukturieren. Es stehen Jobs auf dem Spiel. Mückenalarm in Deutschland. Morgen gibt es zu den 25 Grad noch viel Surren und Autsch. Denn die Mückensaison startet früher. Wie gefährlich sind die Nervensägen? Das sind 3 unserer Themen. Das sind keine guten Wirtschaftsnachrichten für Nordrhein-Westfalen aus Duisburg. Deutschlands größtes Stahlunternehmen ThyssenKrupp Steel plant eine Verringerung der Stahlproduktion um fast ein Viertel. Und damit stehen auch tausende Arbeitsplätze in der Stadt auf dem Spiel. Sonntag dann mehr. In NRW soll es ab Montag neue Streiks im Nahverkehr geben. Die genauen Termine will die Gewerkschaft Verdi aber erst am Wochenende bekannt geben. Danke, Carsten. Erstmals aber Wochenende und damit schicken wir Sie hier zum Kölner Treff, der freitags nicht fehlen darf, mit Bärbel Schäfer, die seit neuestem Schafe hütet, Sängerin Michelle oder Schauspieler Hannes Jenicke. Fehlen nicht auf den roten Sesseln.